Warum habe ich denn nur keinen Helm auf? Neun. Das ist aber. Weil in deinem Kopf sowieso nichts drin ist, was es wert wäre, erhalten zu werden. Er reißt dir dein Ohr ab. 4, 1. Er reißt dir dein Ohr ab. Muss er jetzt proben, ob er sich mit Orca-Krankheit identifiziert? Weil ihr schon so gegen so viele Wehrkreaturen gekämpft habt? Ich meine nur. Moment, wir haben schon gegen Werwölfe gekämpft. Ja, aber die haben wir sofort kaputt gemacht, wo wir alle Silberwaffen hatten. Und gegen Werhaie, oder? Und wir haben auch alles sofort kaputt gemacht, weil wir Waffen und magisch Metall hatten. Recht, ihr habt schon gegen Werkreaturen gekämpft. Ja. So, dann ist mein Orca durch, der andere liegt auf dem Boden, das Herz hat gehandelt, 21 ist fertig, 17 Serpentilio. Ventilo ist ein eigensüchtiger Pisser und macht einen ganz normalen Galeanum. Er verkürzt ihn allerdings auch nicht, weil... weil er ein eigensüchtiger Pisser ist. Ja, nein, weil er den nicht so gut kann. Okay, 18 Voltags. Das ist jo. Geschafft mit 4. Ich mache meine 2 Schritte, die ich als freie Aktion habe, und dann gehe ich meine 8 Schritte nach vorne. Die 2 Schritte mache ich aber auch. Wieso gehst du? Warum läufst du nicht? Die sind ja alle fertig. Ja, das stimmt, ja. Ja, ich kann auch laufen, das ist wahr. Aber man sollte meinen, nach 23 Tagen geht jetzt und läuft nicht, damit das Herz die nächste Runde nicht vorziehen und mit 4 Angriffen wegballern kann. 19, Rafim. Wie bitte? Ich mache 2 Schritte hier freie Aktion und dann möchte ich den Bastard hier in den Rücken stürmen. Minus 5. Ja, warte, ich würfel mal. Kann man sich den Sturmangriff nochmal erschweren oder nicht? Ja, für Schaden. Klar. 1:1. Wartet mal, da muss ich eben meine Kampfwerte raussuchen. Du hast ja deinen Titanium-Pylos, ne? Genau. Dann gebe ich mir nochmal eine 6er Wuchtansage mit rein. Minus 5 durch den Rücken. Genau, also habe ich insgesamt eine 10er Erschwernis, minus 5, aber das habe ich eine 5er Erschwernis. Kann der Typ ausweichen? Nee, er hat schon zweimal gehandelt. Er könnte halt frei ausweichen, aber er sieht's auch nicht, also nein. Okay, dann GS durch 2 plus 4. Meine GS ist natürlich nicht so der Burner. Lass mich eben nachschauen. Ja, würfel doch erstmal den Schaden. Ich glaube nicht, dass wir deine GS noch brauchen. Okay. 30 plus halt meine GS. Also GS meine halbe GS. Wahrscheinlich so plus 7. Das ist eine halbe GS. Und also 37. Trefferzone bitte. Gerne. In den Arm. Gut, yes. Ja, ich muss gerade mal schauen. Lykanthropen. So. Also hohe Regeneration. Resistenz gegen profane magische Waffen. Merkmal Schaden. Verwundbarkeit Silber, Mondsilber, Zwergensilber, magische Metalle. Lykanthropen regenerieren 2 Kampfrunden und verschwinden. Ist meine Waffe nicht magisches Metall? Ja, ist magisches Metall. Ja, das auf alle Fälle. Genau, damit ist es verwundbar gegen magische Metalle. Und jeder Schadenstreffer einer solchen Waffe erzeugt eine automatische Wunde zusätzlich. Ich dachte, diese Lektion hätten wir den Moluren schon beigebracht. Ja, dann hat er jetzt wahrscheinlich 3 Wunden und ist kampfunfähig. Das ist richtig. Auch wenn er nicht tot ist. Er hat genug Lebenspunkte, aber er hat 3 Wunden und ist kampfunfähig. Zustand, verschiedenes, betäubt. Rafim, 19 fertig. Oberstleutnant Diamantis, du hast schon gemacht, ne? Vorgezogen, genau. Du lebst noch. Hast noch eine Aktion, oder? Nee, er hat ausgebrochen. Nein. Ich habe noch eine Aktion. 31, Abel mir. Ich glaube, Dix ist von mir Voltax, oder? Nee, ich war schon. Achso, du warst schon. Ich bin doch nach vorne gegangen. Gut, dann würde ich rennen. Ich muss mal gucken, ob Laufen reichen würde. Wahrscheinlich nicht. Deswegen würde ich rennen zum Punkt. Hauptsache, Zulamin, wo bist du? Bei 43 oder 44? Oder wo bist du? 44. Bei 43 plus. Entschuldigung, dass meine Initiative-Tabelle dich diskriminiert. Jetzt würde es da, also Rennen ist ja Treffer GS, bis da etwa würde es reichen. Genau, dann bist du fertig. Kein Sturmangriff. Ja, mit dem Rennen kannst du nicht mehr, hast du keine Aktion mehr frei, oder? Ja, richtig, genau, zu damit. Gut, ich hau den nochmal, den Paktierer. Ist nicht tot. Genau. Doppelt hält besser. Gibt es eine Erleichterung? Er liegt am Boden, minus... 3 gegen Boden.
3, aber er ist kampfunfähig, minus 8. Ja, stimmt, ja. Du könntest meucheln, wenn du ein Schwert hättest. Ich habe einen Säbel und daran wird sich jetzt gerade auch nichts ändern. Also, ich könnte dir ein hartes Schmelzer anbieten. Ja gut, dann mache ich eine 8er Ansage, wenn es eine 8er Erleichterung ist und ja. Ah, oh, Mut zur Lücke. Komm schon. Komm, 28er. Wow, doppelter Schaden. Er ist tot. Müssen wir nicht berechnen. Ja, ich will's aber berechnen. Plus die Autowunde, vergessen wir die nicht. Gut, das war eine 8er Ansage. Dann laden. So, das wird die 8 mit verdoppelt? Ja, weil plus 2 erstmal aus dem Acceleratus. Die plus 2 werden verdoppelt, aber die plus 8. Okay, sind 11 also mal 2 sind 22, plus 30. 8 sind 30. Doch, die Ansage wird mit verdoppelt. Du denkst an den Hammerschlag, wo es nicht passiert. Ich wollte gerade sagen, also... Doch, andersherum. Im Crit verdoppelt, im Hammerschlag wird die Ansage verdoppelt. Verdreifacht. Beim Hammerschlag wird verdreifacht. Ja, Hammerschlag verdreifacht. Egal, Wunde, Trefferzone? Du hast recht, goddammit. Beschreib mich in Trefferzone. Beschreib die Situation. Ja, Zulamin hat zunächst einen Sturmangriff auf diesen offensichtlichen Paktierer gemacht. Mit seinem steinernen Körper. Und hat erstmal mit wirbelnden Säbeln sein Bein erwischt, sodass er zu Boden gegangen ist. Und ihm dann den Rest gegeben. Mit einem Schlag gegen seine Schulter. So, dass der jetzt vor dem grauenhaft anzusehenden Aachenherz am Boden liegt und seinen letzten Atem aushaucht. Ja, es gibt noch ein letztes Quaken und dann schreiben wir die nächste Kampfrunde. Aachenherz zieht vor. Ich gehe noch 3 Schritte zurück. Ich habe nämlich noch 3 freie Aktionen übrig. Mhm. Gut. Dann, Diamantes brauche ich noch. Das Archenherz hat natürlich den Biss gesehen und dann mache ich 4 Peitschenangriffe auf Rafim. Ach, sie ist ernsthaft ein Sturmangriff auf das Herz. Alle 4 treffen. Keine Sorge, da ja, kommt gleich noch was. Ich pariere nicht, ich mache hier die Dämonenstrategie. Oh, okay, ich mache einfach nur diesen hier. Ah, ne, komm, ich würfel die alle. So, sind 5. Ja, egal. Ich hab's mir gedacht. Egal. Ist die Frage, kommt 12 denn überhaupt irgendwo durch? Kommt 12 irgendwo durch? Nein. Okay, also, aber du hast gekrittet. Ah, siehst du. Muss erst schön bestätigen. Vielleicht schön gegen den Kopf. Schön 8 gegen den Kopf oder sowas. Gib mir mal eine Trefferzone. Ja. Mach das mal Bestätigungswurf, oder? Nein, Dämon braucht nicht bestätigen. Nee, ist doch kein Dämon. Stimmt. Dieses 13 bestätigt. Mein Boden. Ja, 13 dann bestätigt. Krieg ich 3 Schaden. Ja, sehr gut. So lobe ich mir das. Ja. Archenherz ist noch nicht fertig, der Rest wird pariert. 17 Serpentilio. Ventilio läuft hechzend vorwärts. Ab und zu tropft irgendein dämonischer Schleim von oben herab und der Guardianum blitzt kurz als Kuppel sichtbar um ihn auf. Und ich kann mir eine dreifache Hebe wegen. Das reicht, um irgendwo kurz hinter Boltax und Zulamin schlittern in deiner Schleimpfütze zum Stehen zu kommen, um ihn einfach auf den Stab zu stützen. Mit einem knackenden Knochen. Ich bin da. Ja, das war meine Aktion. Ja. Meine beiden freien Aktionen, 2 Schritte nach vorne, dann bin ich auf 7 Meter ans Archenherz ran und jetzt mache ich einen Zwingtanz aufs Archenherz. Ich bin mir sicher, es ist immun gegen Herrschaft. Ja, ich will es aber trotzdem mal ausprobieren. Ist ja immerhin kein Dämon, haben wir ja festgestellt und ja, ich würde gerne einer erzwingen und schauen wir einfach mal. Vielleicht klappt's, vielleicht klappt's nicht. Wie gesagt, diese 3 Aktionen, die ich jetzt darauf verwende, sind jetzt auch nicht der Rede wert. Ach ja, Rafi muss im Übrigen trotzdem 3 Körperkraft pro Menschwert um 5 ablegen. Ihr habt völlig recht. Weil es ein sehr großer Gegner ist. Willkommen auf meiner Seite. Die erste habe ich schon nicht geschafft. Dann fällst du jetzt zu Boden, verlierst 2W6 Inni. Ja. Sehr gut, dann sind die nächsten Aktionen erleichtert für mich. Ja, die anderen beiden Angriffe werden auch erleichtert, aber das macht dann nämlich keinen Unterschied. Egal. Du kannst ja auch wieder aufstehen, das heißt, jetzt ist ja schon quasi fertig. Ich habe gerade sehr viel Energie verloren.
nicht, wenn es ihn nächste Runde unter... Oh, du kannst nicht mehr umwandeln. Gut. Boltax würfelt den Zwingtax. Ihr könnt sehen, wie das Herz anfängt zu pulsieren. Was knackst du für eine Resistenz? 16? 17 würde ich knacken. Und ihr merkt, wie Schleim und Wasser und Öl aus dem Herz herausgespritzt werden. Durch das pumpende Pulsieren. Tatsächlich aber erst, also es dauert 3 Aktionen, also erst ja, Anfang nächster Runde. Fängt schon mal an. Okay, alles klar. 19 Diamantes. Ja, ich möchte in dem umgefallenen Bärhai in sein Maul greifen und mein Ohr wieder rausholen. Okay. Ja, das sind Prioritäten. Ja, bevor er das noch runterschluckt, während er da... Das ist wirklich mein Lieblingsohr. Also... Hat dir Gonnech damals gegeben. Schon wieder angetackert. Ja. Also ich nehme eine Aktion auch gerne die ganze Kampfrunde, wenn ich da mit der anderen Arm noch im Maul aufhalten muss. Nee, alles das. Gut. Okay, und dann... Immer eine Fähigkeitsprobe. Alles klar. Sehr gut, das Maul ist groß genug. Hab auch mein Ohr erwischt. Kannst du das noch sehen, wie es da triefend auf dieser Orca-Zunge liegt? Und was willst du weiter mit der zweiten Aktion machen? Oh, dann steche ich nochmal zu, ne? Schön ins Archenherz. Okay. Oder Sekunde. Muss mal kurz was würfeln. Weißt du was? Nee, ich würfel gar nicht auf Rachsucht. Ich scheiß mal aufs Eichenherz. Ich auf den Bär halt zu, der hat mir mein Ohr abgebissen. Ja, dann beißt du ihm sein Ohr ab. Ich bin stolz auf dich. Ja, geh dich bei einem Orca. Ich bin mir außerdem ziemlich sicher, das macht einfach, dass du die Super-Aids kriegst oder so. Ja, dann du liegst auf dem Boden, ist glaube ich eine plus 3 oder plus 5. Oh, ich bin nicht umgefallen. Ich lieg nicht auf dem Boden. Ach, du liegst nicht auf dem Boden. Er liegt auf dem Boden, oder? Er liegt auf dem Boden, ja. Okay, das ist eine 3 Erleichterung, da gebe ich mir nochmal eine zusätzliche Anlage. Ich nehme an, muss ich in Knien, um an der Ohr zu kommen, oder? Außerdem, der ist doch bewusstlos. Ist doch kampfunfähig, ist also eine minus 8. Ja, kampfunfähig, stimmt. Ist eine 8er Erleichterung, das heißt, ich kann mir da ordentlich, ich rechne das gar nicht durch. Ich gebe mir ordentlich, ja? 15 Schaden mit drauf und würfel den Wurf, vielleicht muss das ordentlich mehr Schaden, oder was? 6, ich kriege eine Erleichterung von 8, da kommt drauf 12 und dann noch eine Erleichterung von 4 durch meinen Zauber, den ich gewirkt habe, das mit einem Punkt geschafft. Auf der 18. Schaden. Da hast du dich gerade über mehr Schaden gefreut und trotzdem auf der 8, auf der 19 gelungen. So, plus 15 habe ich angesagt. Ja, das sind 27 Schaden. Ja, ist deine Waffe magisch? Ist sie nicht, nein. Oder? Das ist also nur halbiert. Gut, alles klar. Auch nicht Silber. Ja, dann rammst du deinen Dolch in seinen Kopf, versuchst noch ein bisschen zu drehen und zu schieben und hörst einen gequälten Orca-Pfeifton aus seiner Fluke. Das heißt so, oder, Boltax? Bitte? Das Loch oben in dem Walkopf. Er ist der Pilzmensch, nicht der Fischmensch. Also die Fluke ist auf jeden Fall die Flosse. Ja, okay, das ist sein Atem. Das Blasloch. Danke, das Blasloch. Ich glaube nicht, dass das einen speziellen Namen hat. Oder wenn ich ihn kenne würde, dann hätte ich ihn schon wieder vergessen. Ich bin so enttäuscht von dir. 31, aber... Das ist in Ordnung. Ja, ich mache eine Reaktion auf das Archenherz zu und würde zweimal attackieren. Mhm. Plus 10 sage ich an, weil ich gewinne durch den Zauber 10 Punkte und zweimal. Gut, die 5 möchte ich gerne parieren. Er hat doch schon 4 Aktionen gemacht, oder? Ja, aber er hat ja eine zum Umwandeln. Also, was heißt Umwandeln? Er hat halt 5 Aktionen. Pariert. Okay, dann kriegt er trotzdem einmal Schaden. Plus 10 wieder. Ist das noch gelungen? Mit einer umgewandelten plus 4? Ich hab mir jetzt plus 4. Ja, du hast ein Säbel, das zweite Mal gewürfelt auf die 8, auf die 16 und eine 18. Ich habe eine 18, hast du recht, weil eine 14 wäre gewesen. Dann ist es nicht gelungen, hast recht. Das siehst du. Es sei denn, du hast noch irgendwelche Modifikationen durch deine Schiene. Nein. Gut. Dann nach, aber mir ist zu lang. 43, 44. Sturmangriff auf das Archenherz mit der bekannten plus 5.
Und das gelingt. Ja. 26. Cool. 26? Ja, dann lassen wir das 28, oder? Trefferzone können wir uns sparen, weil Armherz ist Armherz. Es hat eine Trefferzone und das hat auch keinen, richtig. Daraus leite ich übrigens keine Herztreffer ab. Es ist im Übrigen um 2 Punkte erschwert, weil es zwing getanzt ist. Ich glaube, es ist groß genug, dass das nicht ins Gewicht fällt. Nee, das kommt ja erst in nächster Kampfrunde. Ja, ich wollte es nur sagen. Gut, nächste Kampfrunde. Ravim, ich bin noch dran, hallo. Auf der 7, achso, doch, ich hab dich gar nicht. Ich bin so weit zurückgefallen, ne? Dass ich gar nicht mehr aufstehe. Vor allem liegt das Licht am Boden, mein Boy. Du darfst noch mit 3 Aktionen aufstehen, ne? Ach je. Ich möchte gerne versuchen, in einer Aktion aufzustehen. Tu das. Eine Gewandheitsprobe erschwert um B. Ja. Nein, ich stehe 2 Aktionen auf. Ja, dann stehst du. Eine Aktion hast du noch? Nee. Ich stehe jetzt und dann. Achso, weil du keine 3 Aktionen hast. Ja, richtig. Und mich hauen. Nee, du hast. Achso, nächste Kampfrunde. Rafim fängt an. Möchte mich orientieren. Das Herz könnte vorziehen und ihn umklatschen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich habe erstmal eine Aktion. Mit meinen Wucherpeitschketten nach dir 10. Das ist zumindest das erste Mal getroffen. Achso, ich habe gerade noch keinen Wuchtschlag drin. Egal. Aber es sind sagenhafte 11 Schaden ohne Wuchtschlag. Trotzdem wieder eine Kalkanfährung auf dem Boden haben. Genau. Sehr gut. Oh, und der liegt da wieder. Das ist wieder so. Aber das Tolle ist, du tankst ja trotzdem. Das ist dann nur die Trefferzone. Okay, dann bleibt er stehen. So, wen habe ich denn alles bei mir? Ich kann auf Abelmir, auf Zulamin und Diamantis. Dann werde ich 1, 2, 3 von links nach rechts. Alle 3 getroffen. Ich kriege einen Angriff, richtig? Jeder bekommt einen. Dann also Boltax nicht und Serpentilio nicht. Dann würde ich meine beiden Angriffe zuerst machen und dann versuchen auszuweichen. Das funktioniert, du darfst vorziehen. Dann muss ich ausweichen oder parieren? Du das ist sehr großer Gegner, du kannst ihn nicht parieren. Also ich darf sie nicht. Du darfst sie nicht einmal Schild parieren. Du darfst ihn mal gegenhalten. Dann bin ich ausgewichen, aber zumindest. Gut. So, wir fangen mit Zulamin an. Ich mache erst einen falsch eingegeben. Einen 7er Wuchtschlag. Das ist misslungen. Hälfte davon ist dann 4. Den baue ich ab mit dem nächsten Angriff. Nehmen an, Freunde, Nahkampf zählt hier nicht. Okay, sehr große Gegner nicht, nein. Das ist dann ein normaler Angriff. Da kommen nochmal 2 drauf für die 11. Genau. Und dann schaue ich, ob ich ausweichen kann. Ich befinde mich auf N, weil sonst könnte ich ja auch nicht angreifen. Und damit komme ich plus minus 0 raus. Nee, dafür ist es jetzt zu spät. Das sieht gut aus. Aber ich habe noch einen 5. Aktion. Ich werde nicht parieren, sondern ich werde einen Aquafaxio spucken. Und zwar. Kann ich vorziehen? Warte, auf Serpentilio. Bei 5 Aktionen hat er außerdem doch schon... sollte ich das nicht wissen, wenn ich eine höhere Inni habe? Du hast nicht gefragt. Du kannst ja wenn vor. Du hast. Muss ich du das? Du hast vorgezogen, bevor nee, sie er seine letzte Aktion angesagt hat. Aber wenn das nicht seine erste Aktion ist, dann bin ich doch vor ihm dran. Ja. Dann möchte ich gerne noch 2 Schritte nach vorne. Sehr gut. So, wir fangen nochmal bei 7 bei auf jemanden. Ja, ich habe bisher nur getankt und gehe entsprechend 2 Schritte dahin und will ihn dann 2-mal hauen. Ich glaube, du hast noch mehr Initiative verloren, ne? Bist du hingefallen? Oder? Oh ja. Ich bin einfach nur nicht erfolgreich ausgestanden. Dann verlierst du ein W6. Ach so. Sorry. Auch wenn du einem Niederwerfen entgehst, verlierst du ein W6 Inni. Ah. Nur 2, das geht ja noch. Du hast Körperkraftprobe nicht geschafft. Das war die Trefferzone. Hab ich gesehen dann eben gerade. Dann muss ich mich erstmal orientieren. Du musst nicht, wenn du kein Weichei bist. Genau. Kämpfe auf der 5, Alter. Ja, wenn du dich... Hast du noch eine Aktion zum Orientieren? Ja, ich habe ja noch nichts gemacht. Ich habe ja nicht pariert oder gut, so. Dann orientiere dich. Kannst du ja. Ich orientiere mich dann. Dann gehst du auf Inni plus 6.
Mini plus 6, warte, lass mich eben nachgucken. Dann kann ich dich ja wieder runterpeitschen. 23. Serpentilio, 17. Ja, aber ich gehe ein paar Schritte vor, ich habe mich schon gezogen. Voltax. Ja, wie gesagt, erste Runde geht mein Zwingtanz durch und ab der zweiten Runde ist er ja dann, also ist das Eichenherz ja dann nicht mehr in der Lage, irgendwelche Angriffe zu machen. Ja, wenn es nicht immun gegen so ein Schuss ist. Ja, genau, das werde ich ja dann sehen. Also, was passiert denn, nachdem der Zwingtanz gecastet worden ist? Ja, dann wird tatsächlich genau das tun. Also weiteres Öl, was rausspritzt und jetzt als Aquafaxius in, nicht in dein Gesicht, aber direkt neben dir in Serpentilius Gesicht spritzt. Gib's mir, Meister. Aquafaxius, 5 Würfel. Ich ziehe vor. Ja, ich ziehe natürlich auch vor. Ich dachte, das ist alle ganz vor. Knapp kein Patzer. Ja. also das ich trotzdem diese geschafft, diese Öl, heiße Ölpfütze spritzt dir gegen deinen Kopf und du kannst den zum Glück noch zurückziehen. Dein Guardianum wird natürlich auch, Guardianum wird getroffen. So, machen wir mal 5 Würfel, ne? Weil das geht da vermutlich durch. So, ich habe nämlich nur 9 Schild. Warte, 3x3 sind 9 plus 4 sind... kein Dämonenschild, ne? Nein. Ja. Und selbst wenn, ist das egal. Weil das hier ein Schadenszauber ist. Dann löst sich jetzt pritzelnd dein Guardianum auf, korrekt? Ja, genau. Und zwar, lass mich überlegen, 9 plus 4 sind 13. Das heißt, ich kriege 3 Punkte Schaden. Trefferzone ist... Was ja, ist nee. Also, ich hab ja scheiße gewürfelt. Also einfach nur dein Guardianum geht kaputt, fertig. Okay. So, dann bin ich jetzt wirklich fertig. Wasser läuft außen über die Kuppel, die sich dann zusammen mit ihm zu Boden senkt. Gut, dann kann ich ja noch was machen. Ich habe ja noch eine zweite Aktion. In der zweiten Aktion würde ich dann ans Eichenherz ran. Oh, es könnte dich kaputt hauen. Ja, aber ich habe den Mengenvilla. Ja, aber dafür musst du auf H rankommen. Ja, aber es kann ja keine Angriff- oder Abwehraktion mehr machen. Ja, hier steht nicht, dass es keine freien Aktionen hat. Ja. Du gehst zwei freie Aktionen und willst zuschicken? Dann kriegst du nämlich erst von P auf N und dann von N auf H einen Passierschlag jeweils. Nee. Weder Angriffs- noch Abwehraktion. Also es auch keine ist Manöver. Ist egal, du bewegst dich. Nein, so, passt. Wenn es gezwingt tanzt. Er hat halt gerade keine Aktion mehr. Boltax geht mit 2 freien Aktionen ans Herz ran. Du kannst zustechen mit deiner Aktion. Ja. Okay, dann würde ich ganz gerne zustechen. Mit dem Mengbilana. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin mir da... Ich fühle mich persönlich beleidigt, dass du mit mir zustechen willst. Ist das auch ein Zanzatum-Ziehen oder was ist da drin? Nee, da ist der Popo-Blitz drin. Du hast ja ernsthaft, wir würden zweimal dieselbe Strunzdumme-Idee versuchen? Könnte ja sein. Ich würfel jetzt einfach mal mit irgendeinem Dolch. Ist ja vollkommen egal, welcher das ist. Und wir gucken dann, oder? Ja, ist okay. Ja, du musst vor allem auch 7 Schaden anrechnen. Oh. Ja, das ist das Problem, weil er ist von 6 und der Mengenbiller muss halt einen SP verursachen. Okay, gut, dann halt sage ich mit einer geraden Wuchtschlag an. Wuchtschlag 1, lol. Nee, ich sag mal 50-50 Chance kommen, Wuchtschlag 6. Gerade 6. Gerade 6. Ich hoffe, du hast die gerade. Habe ich. Die habe ich mal gelernt. Das geht nicht. Ja, aber ich habe hier einen Schicksalspunkt. Komm. Warum? Ich nutze ihn sonst so selten. Kommt für eine halbe Sitzung hier rein und besteht immer darauf, dass er noch ein Schiff hat. Keine Sorge, du kannst ihn noch verbrennen. Und da ist er. Es ist geschafft 5. Mit einem Plus, also ja. Dann musst du jetzt noch mehr Schwerter erfüllen. Plus 1. Ich mache jetzt noch den. Es ist ja eh egal, was ich würfel. Ah, aber das ist die 6. Gut, dann kommst du auf alle Fälle durch und der Glasdolch zerbricht. Er muss noch eine unerschwerte FF schaffen. Sicher? Echt? Ja, ganz sicher. Der automatische. Dachte auch. Muss man tatsächlich machen, habe ich auch nicht. Okay. So. Obwohl ich auch dir dreimal gesagt habe. Ich würfel die Finger. Ja, würfel die Fingerfertigkeit oder soll ich sie nicht würfeln? Würfel einfach. Ja, ist geschafft. Gut, dann zerbricht er und der Popoblitz ergießt sich in das Eichenherz. Genau. Daru, was macht der Popoblitz? War das Qualität E? Meine ja. Okay, dann darf das Eichenherz eine Konstitutionsprobe ablegen, die um 20 erschwert ist. Nee, das war Qualität D. Wir haben eh schon den Schalter benutzt. Okay, ich wusste nicht mehr, wie rum es war. Trotzdem, Konsti gegen 20. Ja, nicht geschafft. Nicht geschafft. Dann erhält er 1W6 SP pro Kampfrunde für 2W20 plus 30 Kampfrunden. Also 2W20 plus 30, also 46 Runden. Lang. 46 Runden.
Das wird wohl reichen. Ja, ich gehofft haben. Ja, wenn zusammen es das überlebt, mit dem überlebt, wird es immun. Und dem Zazatomoxin wird das höchstwahrscheinlich reichen. Ihr könnt merken, wie das Pulsieren und das Zucken des Herzens schlimmer und schlimmer wird und ihr fast weggestoßen werdet, nicht nur von dem Zucken des Herzens, sondern auch von diesem Unwind, der jetzt aus diesem Herz strömt. Ich möchte gerne noch ein Guardianum ziehen. Nur so, für den Fall der Fälle. Gut, Boltax ist fertig. 19, Diamantis. Ja, Boltax hat sein Zeug reingemacht, aber das Gift von mir hat auch nicht wirklich viel gebracht, deswegen saß sicher. Ich steche noch ein paar Mal drauf ein. Ich glaube, ich habe einmal ausgewichen, das heißt, ich habe noch eine Aktion. Ich steche einmal drauf ein. Die Zwingtanz gibt es keine Erleichterung, sondern Erschwernis auf Angriff, ne? Aber weißt du was, scheiß drauf. Ich sag mir einfach wieder eine Ansage von 15 an und würfel. Ja, der THW ist nicht richtig, ich krieg eine 4er Erleichterung, das ist nicht geschafft. Okay, nach dem Mantis ist Rafi mit deiner letzten Aktion. Ja, ich möchte noch gerne einmal das Ding hauen. Komm, guter alter 10er Wuchtschlag. Ganz oder gar nicht. Schon irgendwie weniger cool, wenn man unzerbrechliche Waffen hat, oder? Vor allen Dingen, wenn man den dann krittet. Richtige Pros haben einfach irgendwie so einen Jagdspieß mit 6er Bruchfaktor und sagen damit 10er Ansagen an. Wenn meine Ansage verdoppelt, und nachdem meine Ansage wird nicht verdoppelt, also sind es 24, sind 48, sind 58 Schaden. Oh Junge, Alter. Ja, du schneidest ein großes Stück aus dem Muskel heraus, ein Kreischen, was wohl aus den Sphären kommt und ihr könnt kurz durch einen der vielen weiteren Risse erkennen, wie euch ein feister, fetter, gewaltiger Krakonier anblickt aus den limbischen Sphären, wahrscheinlich aus der dritten, der nicht Angst erfüllt, sondern Hass erfüllt, auf euch blickt. Was? Nein! Ihr! Dann geht der Riss wieder zu und Stück, was Rafim herausgeschnitten hat, liegt pulsierend irgendwo neben euch. Könnt jetzt aber auch erkennen, wie durch die Adern mittlerweile ein schwarzes Geflecht hindurchgeht, was sich wohl von der Schnittstelle von Boltax ausbreitet. Abel mir 31. Ja, ich musste die erste Aktion ausweichen, deinem Schlag vorhin, und habe jetzt nur noch eine Aktion, würde das Durchschlag 10 machen. Und die wird gelungen. Kann ich parieren? Mut zur Lücke. Er kann nicht mehr parieren, er kann nicht parieren, nein. Das wären 19 TP. Gilt ja als Dämon, also muss man magische Waffen haben, um ihn verletzen? Daimonit, ne? Daimonit welcher Generation? Irgendeine. Denn die Resistenz respektive Immunität hebt sich erst nach einigen auf. Okay, ich habe mir den Schaden notiert. Dann ist Suamin dran. Das Herz macht nichts mehr, oder? Doch das Gift? Du kannst sehen, wie jetzt wohl aus der dritten Sphäre Unwasser ins Herz hineinläuft. Okay, 10er Wuchtschlag. Das ist gelungen. Das sind 23, 25. Ja, ein weiterer Schnitt pflügt einen Teil der Herzkammer ab. Filetiert fällt es zu Boden. Das Ding wird kleiner oder liegt weiter zuckend und pulsierend vor euch. Und es haucht sein Unleben aus, wenn es denn je eins besessen hat. Nächste Kampfrunde. Ihr könnt erkennen, wie wohl sich aus den Unwasserdingern eher, also nicht intelligent, sondern eher tierhaft, ein letztes tierisches Aufbäumen
Aquasphäre gebildet werden, die in die gesamte Kammer, wenn das denn so etwas wie eine Kammer ist, geschossen werden. Also nicht gezielt, sondern über euch herum, überall um euch herum explodieren jetzt Aquasphäre-Bälle. Ja, Guardianum. Wenn's denn geht. Ja, du kannst ja Guardianum zaubern. Zwei Aktionen. Okay, ja, ich baller echt durchaus gerne nochmal 10 HSP mehr rein, denn why not? Und dann gib ihm schnell. Wie du. Also 10 mehr für dann 13. Ob jetzt die Wald 3 muss man ja immer. Kostet das immer noch nur die Hälfte oder ist der Effekt weg? Ja, nee, ist immer die Hälfte, seit dem Charopteros Globule. Das ist die Hälfte von 13, da habe ich jetzt einen zu viel rausgehauen, oder? Ja, genau, hast du. Arg, 13 ist dann 7. Das geht ja. Gut, ihr seht, wie Serpentilio einen Guardianum über euch zieht, eine Kuppel, eine schützende, die dann aber auch durch die Aquasphäre Druckwasserexplosion wieder direkt eingerissen wird. Und ihr seid euch relativ sicher, vor allem Marvel mit seiner Anatomiekenntnis, dass dieses Ding gemeinsam mit dem Gift und euren Schnitten sein Unleben ausgehaucht hat. Wohin, Kapitän? Wohin? Sagt Serpentilio, während er sich seinen Stab gerade so festhalten kann unter dem Druck von außen. Ich gucke ihm nach einem Ausgang um. Da zu allen Seiten. Den Weg zurück. 3, 2. Da lang. 1. So, dann stürzen wir uns wieder in die Grube. Ja. Ich stecke einen Säbel weg und helfe mit dem anderen dem alten Mann, der unseren Schutzschild hält. Sehr zuvorkommend. Okay, Diamantis, wirf mir eine Konstitutionsprobe. Eine Konstitutionsprobe? Okay. Erschwert so. Um X. Ich möchte dich gerne versichernd darüber in klarer Erkenntnis setzen, dass 19. mir, dass weder aber mir noch Boltax noch mir eine Möglichkeit vorliegt, auf magische Wege Lykantrophie zu heilen. Doch. Es muss immer einen Wehrwahl geben. Und während ihr aus der Wurzelkaiserin hinausläuft, die verschiedenen Archengänge, die jetzt auch pulsierend und zuckend um euch herum nicht zerbrechen, aber in Flammen stehen, ihr könnt das Schmiedehämmern von Yolgurmak und der ewigen Stadt von Agrimoth hören, ihr könnt es weiter hören, wie Unwasser aus der dritten Sphäre euch hinter euch den Gang flutet und ihr diesen Käfer wieder nach oben krabbelt. Aber die Wange, das Ohr, es brennt heiß von Diamantis. Und du kannst nur noch ein trauriges Klicken von deiner Waffe hören. Die goldene Balestrina, die sehr enttäuscht ist.